Willkommen zu Let's Play Amnesia, die nächste Folge. Wir müssen zurück in den Weinkeller, weil wir da noch eine Chemikalie finden müssen. Zumindest finden sollten. Jetzt muss ich mich allerdings erstmal wieder ein bisschen orientieren, da das Ganze schon wieder ein paar Tage her ist. Vielleicht bin ich sogar schon im Weinkeller, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin schon wieder im Weinkeller. Das heißt, wir müssen jetzt mal, ups, das war die falsche Taste, mal alles absuchen. Weil irgendwo muss diese Chemikalie da noch rumliegen. Entschuldigung, hab irgendwie gerade so einen kleinen Hustenreiz. Was sagt denn unsere Laterne? Sagt nichts Gutes. Also da ist, glaube ich, nichts drin. Hier schauen wir jetzt nochmal nach. Verschieben. Aber nur mühsam. Ich glaube aber auch nicht, dass er dahinter irgendwo unsere Chemikalie versteckt ist. Nö, da ist gar nichts versteckt. Okay. Den Tisch kann ich nichts machen. Außer drüber zu klettern. Ja, ist ein bisschen doof. Nein, da ist auch nichts. Was ist dann diese Gerätschaft hier? So, jetzt habe ich hier... Da war Öl drin. Jetzt habe ich meine Laterne nochmal aufgefüllt. Aber jetzt ist der Kasten endgültig leer. Nur irgendwo muss hier die Chemikalie sein. Dass sie hier irgendwo dahinter versteckt ist oder so, wo kein Mensch dran denkt. Oder vielleicht ist auch wo ganz anders. Mal schauen, ob da irgendwas in meinen Notizen steht. So, wie komme ich da nochmal rein? J, genau, Notizen. Nee, da ist das. Ich werde mir das nie merken können, was ist. Tagebücher. Und Mementos. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Ja, wäre schön, wenn da ein Tipp stehen würde, wo ich diese Chemikalien finden kann. Also hier sieht es jetzt auch nicht so aus. Da ist noch ein Brief. Aber da komme ich nicht dran. Okay. Ja, das ist nur normaler Wein, aber keine Chemikalie. Hier ist doch was. Orpiment. Warum nicht gleich so? Jetzt gehen wir zurück ins Labor und schauen mal, ob wir damit was bewirken können. Und weh, da fehlt noch eine. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass nur eine gefehlt hat. So, während er lädt, nehme ich mir noch mal einen Schluck Kaffee. Wen es interessiert, das ist genau 22.10 Uhr. Die ideale Zeit zum Spielen.
Aua. Ich muss doch dahin, Mensch. Da gab es heute auch einen neuen Patch für ein neues Patch für das Spiel. Stand 20% gruseliger und 10% weniger Kekse. Und sonst stand nichts drüber. Keine Ahnung. So, hier haben wir uns ja in der letzten Folge eine kleine Brücke gebaut. So, und hier Zeit zum Mixen. Vier verschiedene Chemikalien sind erforderlich, ja. Ach so. Kann ich vielleicht da irgendwie reinfüllen? Zuerst müssen die Brenner angestellt werden. Ist doch ein Brenner hier. Wie kann ich den anzünden, Mensch? Das war doch nicht der Brenner, oder? Unter den Apparat muss ein Behälter gestellt werden. Ja, was soll ich denn da für einen Behälter stellen, Mensch? Soll ich mir so ein Ding nehmen oder was? Das passt doch niemals. Ja, super. Hallo? Ich kann es weiter rausholen und da, ja, keine Ahnung. Konnte man das auch irgendwie drehen? Oder ist es einfach der falsche Behälter? Hier, der steht doch. Da steckt doch noch ein Korken drin. Oder irgend sowas. Nee, das geht gar nicht. Hm. Welchen Behälter ich da wohl drunter stellen soll. Das kann ich alles nicht anfassen hier. Wäre schön, wenn das der ist. Das ist immer so ein bisschen blöd jetzt, weil ich keine Ahnung habe, ob das der ist oder nicht. Aber ich glaube es fast nicht. Zumindest geht das Ding nicht kaputt, wenn ich es gegen die Wand schmeiße. Was mich natürlich vermuten lässt, dass wir das Ding noch brauchen in irgendeiner Form. Okay. Gucken wir mal hier rein. Da habe ich zwar überall schon reingeguckt. Ja, woher soll ich jetzt den Behälter nehmen? Verdammt nochmal. Da ist doch. Ein Topf, der Mixturen aller Art enthält. Der Gegenstand kann auf kein Objekt angewandt werden. Ja, schön. Aber das sieht doch aus wie ein Behälter, Mensch. Ah, es geht doch. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Hm. Ein Säuretopf. Schön, schön. Jetzt gehen wir wieder hoch. Da war nämlich schnell eine Stelle, wo die Tür versperrt war. Mal kurz suchen, weil das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall aber hier in der Eingangshalle, glaube ich. Und wieder greife ich zu meiner Tasse Kaffee. Ja, das ganze Gebäude fängt so langsam an zu leben, glaube ich. Hier ist schon alles voll mit dem Zeugs. Was das nur ist. Ja, ich schau gerade mal hier oben, ob das... Ich glaube fast, es war hier unten. Ich spring nochmal schnell runter. Die Raffinerie. Genau, hier war das. Sie ist widerstandsfähig. Gut, dann nehmen wir mal unseren Säurebehälter.
damit sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen. Und jetzt in der Raffinerie. Und ich habe noch keine Ahnung, was wir dort machen müssen. Ich habe schon, glaube ich, seit 5 Folgen oder so gesagt, dass ich in die Lösung gucken will. Habe es immer noch nicht gemacht. Das ist hier wirklich absolut blind. Keine Ahnung, was wir als nächstes tun müssen. Alles einfach rausfinden. So, was haben wir hier Schönes? It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now, if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ja, immer diese Einblendung. Was war das denn? Ich glaube, ich sollte mal meine Laterne rauspacken, bevor ich hier wieder Panik in der Dunkelheit bekomme. Zunderbüchsen brauche ich immer, um anzuzünden, zum Anzünden von diesen Laternen, die hier rumhängen. Aber da habe ich jetzt nur noch 2 Stück. Deswegen bin ich da eher sparsam momentan. Sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich sehe keine Feinde. Wenn du dich in der Dunkelheit duckst, bist du nicht so einfach zu sehen. Kann ich auch kriechen? Ja, kann ich auch. Also wenn es schon steht hier, dann werde ich mich mal anschleichen. Ja, servus. Wer bist du denn? Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn die uns sehen. Vielleicht vermöbeln die uns oder so. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir nur noch eine Zunderbüchse. Es wäre natürlich schön, wenn wir immer so viel finden würden, wie es auch Lichter zum Anzünden gibt, aber ich glaube, das wird Wunschtraum bleiben. Ja, irgendwie verschwimmt hier gerade wieder alles. Das kommt natürlich auch davon, dass ich die ganze Zeit hier im Dunkeln rumlaufe. Aber was soll ich denn machen? So, was gibt's hier? Es ist auch schon dunkel, Mensch. Ein bisschen Öl. Könnten wir eine Kerze anzünden. Ein paar Flaschen durch die Gegend hauen. Genau. So. Und überall dieser Glipper. Laudanum. Für was war das nochmal? Eine medizinisch ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Eine medizinisch ausgestattete Armschiene. Sieht aus wie ein Fläschchen hier. Vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd. Wie eine Armschiene sieht es jedenfalls nicht aus. Und ein Brief. Mein letzter Eintrag ist nun schon mehr als einen Monat her. Nach dem Ereignis in der unterirdischen Kammer in Algerien bestand Professor Herbert auf meine Rückreise nach England. Er sagte, er wolle nicht die ganze Expedition riskieren, damit ich alles vermassle. Im Nachhinein eine übertriebene Entscheidung, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich habe heute Morgen mein Journal in meiner zusammengewürfelten Afrika-Sammlung gefunden. Daneben lag die zerbrochene Steinkugel in ein Tuch eingewickelt. Ich versuchte, die Kugel zusammenzusetzen, aber es ging nicht. Die Teile passten nicht zueinander, als ob sie nicht vom gleichen Gegenstand wären. Kann es sein, dass ich mir alles nur eingebildet habe? War noch gar nicht fertig.
So, hier gibt es auf jeden Fall auch nichts. Hier gibt es massig neue Räume. Aber irgendwie nichts besonders Attraktives zu finden. Es ist von der anderen Seite blockiert. Hier kommen wir wieder in diesen großen Raum zurück. Okay. Da gibt es noch eine Zunderbüchse. Hier ist was dahinter. Sehe ich doch genau. Zack und weg. Aha. Was sich wohl hier verbirgt, werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Denn das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns in den nächsten Tagen. Also bis dann. Ciao.